So, eine mehr oder weniger große Unterbrechung. So, ihr könnt hier fällen, da fällen. Da haben wir den Mansafa. Wie viel machen die? 70. Karunga. 77. Statt 700, 770. Macht mit einem nicht viel Unterschied. Mit derart vielen schon. Und da kommt jetzt noch der Mahout. Hinterher. Und da sieht man, es hat uns schon einiges gebracht. Dass wir Dinge getan haben. Also die 5 Bevölkerung geholt haben. Das hat uns schon einen doch deutlichen Vorteil verschafft. Verschaffen. Denke ich, hoffe ich. Heiß ich. Ja, klar. Können wir schon mal losgehen. Das sollte mit der Art vielen Einheiten nicht lange dauern. So, die machen jetzt 56. Der sieht schick aus. Der sieht sehr schick aus. Der Reiter hinten ist auch anders. Hier sitzt sie gleich, da ist er nur so ein bisschen, sagen wir mal, heller gepanzert und da so ein bisschen anders, also so ein bisschen geschmückter. Ich habe das Gefühl, wir hätten auch nur mit Gokas kommen können. Platz. Das war ein normales Falconet. Die machen überhaupt keinen Schaden, die Kavallerie. Das ist ziemlich mies. Die dachte wohl, unter der Erde wäre ihr Schießpulver sicher. Ein Funke und das ganze Fort brennt nieder. Ja, cool, dass wir erstmal. So. Hallo, Lakada Sahi. Die geht auch mal nach hier oben. Und ihr Dorfbewohner zimmern mir das zu, wie wir keinen Überraschungsangriff von hinten bekommen können. Da sind doch Wunder. Und er stirbt. Warum schießt er denn alle verschieden an? Idioten. Ich müsste sterben. Also eine Burg. Eine Burg ist immer gut. Erfahrungspunkte. Tja, das habt ihr davon. Eigentlich kriegt ihr das auch so hin. Das ist doch mehr als luschig, was die mir hier anbieten.
So, dann haben wir uns auch den Schatz einfach. Tut mir leid, ich hab, weiß gar nicht, warum ich jetzt nicht gesprochen habe. Irgendwie muss ich mir angewöhnen, ein bisschen mehr zu reden. Das dürfte es gewesen sein. Bring uns durch. Es sollte keine geschlossene Reihe bilden, sollte ihn durchlassen. Kann nicht zu schwer sein. Stopp. Ein Schuss. Ja, ja, das ist lustig. Es klappt. Das Feuer breitet sich aus. Zurück, bevor... Die Mauer ist gefallen. Das ist unsere Chance. Auf ins Vor. Bums. Eigentlich hätten wir ja von vornherein gehen können. Bauen sie sofort eine Mühle hin, ich weiß es nicht. Keine Zeit verschwenden. Das war das Vor. Und weg war's. Der Kompanie heute eine harte Lektion erteilt, an die sie noch lange denken wird. Oh ja. Das glaube ich auch. Leg dich niemals mit Belachungselefanten an. Das geht nicht gut. Das wäre hier nicht mal so die schlechteste Idee. Dass man sich heilen kann. Brauche ich nicht. Dementsprechend. Gut. So. Dorfzentrum braucht eine Attacke. Nahrung umstellen brauchen wir auch nicht. Holzkosten für Reisfelder weg. Braucht man auch nicht. Sowas habe ich denn überhaupt nicht gebraucht. Das ist Zeitalter 1. Dann. Kamele. Kamele. Das ist nicht. Weg mit dem Siebreis. Ich ärgere, dass wir nur 20 Karten haben, das ist nicht. Von Meras nach Delhi. Juni 1857. Ein neuer Morgen ist angebrochen. Männer und Frauen strömen auf die Straßen, um sich uns anzuschließen, und alle Gesichter strahlen vor Freude. Ist es das, wogegen ich gekämpft habe, als ich in die Gosse treten wollte? Damit ist Schluss. Heute führe ich eine neue Armee an. Eine indische Armee. Wir haben sich uns angeschlossen, Nanib. Und er sieht schon ein ganzes Stück stolzer aus. Nicht mehr so zerstreut. Aber wir sind eine Armee ohne Anführer. Du bist jetzt unser General, Nanin. Ich wollte nie General sein. Ich bin nur Leutnant in einer nicht existierenden Armee. Der Ruf nach Freiheit wird lauter. Bahadur Shah aus dem Mogulreich hat sich zum obersten Machthaber Indiens erklärt. Der Shah ist ein Gefangener der Kompanie. Wie will er uns von seiner Gefängniszelle ausführen? Einfach. Wir führen das Heer gegen Delhi und befreien ihn. Wenn es der Wille des Volkes ist, werde ich ihm zu Diensten stehen. Yeah! Wuhu! Für die ganzen indischen Bewohner, also die nicht die Dorfbewohner sind.
Die sind als Modelle da anscheinend alle vorhanden, aber sehen tut man sie nie. Unsere Männer helfen dir, Leute. Angriff in Delhi. Doch wir sind der Vorhut der Kompanie nicht gewachsen. Dann müssen über wir vorsichtig die Patrouillen umgehen, bis wir in die Stadt gelangen. Wir müssen den Schah befreien. Seid vorsichtig und nicht laut. Könnte die Elefanten erschrecken. Wenn wir Glück haben, reißen sie uns die Mauern ein. Ja, alterloser Elefant. Tun die uns weh? Indisches Vor. Die Freiheitskämpfer sind da. Wir helfen dir, Leutnant. Auch gut. Hast du das gehört? Indischer Widerstand? Gott, die Mission nicht. Mission ist so kackenschwer. Noch mehr Elefanten. Mit ihrer Kraft können wir jede Mauer durchbrechen, die uns im Weg ist. Gefreite Morrison, gefreite Ranch. Die kriegen wir theoretisch auch so tot. Ah, es sind Wachmusketiere. Gut, das ist dann nicht so günstig. Müssen wir auch noch mal leben. Azo sitzt ein bisschen stärker als wir. Mit dem Angriffsbonus wären sie schwächer. Also das Ding wäre es jetzt nicht, sie zu besiegen. Aber wir sind ja auch auf Mittel. Oh, würden wir auf... würden wir auf schwer spielen, dann wäre das unmöglich. Also hier einmal erwischt werden. Bin gar nicht da. Schießen! Er rennt genau aufs Tor zu! Lass mich! Ja, gut. 75. Die können es nicht. Wenn wir zwei Leute haben, die einen Superschuss haben. Also theoretisch wäre das alles nicht das Ding. Haben sie auch nur normale Husaren. Geht doch. Geht da je? Nee. Aber nicht die. Es grenzt es nicht ein. Das ist eine Stadt und kein Zirkus. Boah, ich dachte schon, da wäre jetzt noch eine Palisade gewesen. Das war der Außenposten, der uns angeschossen hat. Der Feldwebel-Major? Was? Sergeant-Major? Sergeant. Das war doch. Das Unteroffizier. Gut, können Sie da gehen. Der Unteroffizier, der Feldwebel-Major. Major Feldwebel? Oberfeldwebel? Ach, ich weiß es nicht. Das juckt ihn nicht? Könnt ihr bitte weggehen? Weg. Das kriegen wir jetzt klein. Schnell. Indien gehört den Indern. Im Tor ist ein Kampf zwischen Sepoys und Briten ausgebrochen. Wir müssen durch das Tor eingreifen. Sterbt. Nein.
Wagt euch. Und dann können wir das eigentlich auch gleich bei der Gelegenheit gut machen. Alles kaputt machen. Ja, so ganz ohne Upgrades sind sie dann doch deutlich schwächer. Das merkt man. Ja, da sind noch welche. Guck einfach mal damit, dass da jetzt keine Leute sind. Nope. Belagert. Oho. Machen sie schon ordentlich Schaden. Vor allem, wie die Ecken einfach mal nicht kaputt gehen. Da sind noch Leute. Viele Leute. Der Typ macht das keinen Schaden. Wäre das ein richtiges Vor, wäre das echt blöd. Ach, da haben wir ihn doch. Den Kaiser Bahadur Shah. Oder auch der vorletzte Boss bei The Labyrinth, bei dem Szenario. Töten kann man leider nicht. Schade. Ich würde vorschlagen, er schießt jetzt kaputt. Das tat weh. Der Schar muss überleben. Ja. 10.000 EP, heilige Scheiße. Ob die damals auch so viele Erfahrungspunkte bekommen haben, als sie den Schar wirklich gerettet haben? Er gilt als, bis heute als einer der bedeutendsten Urdu-Dichter seiner Zeit, aller Zeiten. Auch schon im Szenario gesagt, ist auch unglaublich. Also, diese Odo-Dichtungen berühren mich auch immer so. Kaputt. So. Räumen wir mal die Stadt ein bisschen auf. Ich will kein Rot mehr sehen. Stehen die wirklich noch hier die ganze Zeit rum? Ja. Warum? Ich würde sagen, wir gucken mal mit dem Helden nach. Der das aushält. Ist ja nicht mehr. Nein! Geh hinterher! Regenerieren die schneller. Können wir mal den Char vorlesen.
Der im 19. Jahrhundert herrschende Bahadur Schah II. War der letzte regierende Großmogul Indiens. Allerdings war das Mogulreich, ähnlich wie die Sikh und Marathen, angesichts der britischen Vorherrschaft zu diesem Zeitpunkt bereits stark geschwächt und reichte kaum noch über die Grenzen Delhis hinaus. Die nominelle Herrschaft Bahadur Schahs war ein Zugeständnis der britischen Kolonialherren, um den Frieden im Land zu wahren. Der Schah selbst war also lediglich eine Marionette und sein Königreich nur noch ein Schatten des einzigen Mogulreiches. In den indischen Aufstand des Jahres 1875 war der zu diesem Zeitpunkt 82-jährige Bahadur Schah nicht annähernd so stark involviert, wie viele seiner Zeitgenossen glauben wollten. Trotz seiner Versuche, nicht in den Konflikt verwickelt zu werden, gilt Bahadur Schah als ein Symbol für die historische Macht und den Nationalismus Indiens. Nach der Niederschlagung des Aufstandes durch die Briten versuchte sich Bahadur Schah zu verstecken, wurde aber schließlich entdeckt. In einem bis heute umstrittenen Akt der Barbarei richteten die Briten seine beiden Söhne und Enkel vor seinen Augen hin. Nach einem Schauprozess ging Bahadur Schah schließlich ins Exil nach Rangoon im heutigen Myanmar, wo er 1862 starb. Nach seiner Verbannung wurde das offizielle Ende der Mogul-Dynastie erklärt. 1877 nahm schließlich die britische Königin Victoria den Titel Kaiserin von Indien an. Bahadur Schah gilt bis heute als einer der bedeutendsten Urdu-Dichter aller Zeiten. Steht aber leider nicht, wann er geboren wurde. Beziehungsweise, wann der Aufstand überhaupt war.